Hey Leute, was geht? Ich war einkaufen. Ich habe mich vorbereitet für mein nächstes Semester, das bald kommt im Oktober. Und für das Wintersemester habe ich einfach nur ein paar College-Blocks und ein paar Kugelschreiber gebraucht. Also werde ich nicht viel Schulmaterial präsentieren. Aber ich habe neue Kleidung. Und ich denke, es ist wichtig, immer fresh zu sein, mit viel Selbstbewusstsein rauszugehen, sich gut zu fühlen. Und ich werde euch zeigen, was ich gekauft habe. Ein paar neue Outfits, ein paar Sachen, die halt sehr studentenhaft, schülerhaft aussehen, mit denen ich halt trotzdem klassischer, trotzdem gestylt bin. Zuerst einmal haben wir diesen Pullover, auf dem steht Testing the Limits. Ich teste mich an meine Grenzen ran, ich überschreite sie. Grenzen sind nur Plateaus und es liegt an uns, sie zu überwinden. Bruce Lee, ihr wisst Bescheid, die Kill Bill Bruce Lee Farben. Dann habe ich noch einen zweiten Pullover gekauft, mit ähnlichen Farben, aber viel mehr grau als gelb. Und da steht Konstanz drauf. Soll mich an meine Konstanz erinnern, dass ich konstante Leistung bringen muss und das ist alles, was ich brauche, um alles zu bestehen und voranzukommen in allen Bereichen meines Lebens. Ich habe 3 Hosen gekauft. Das ist sehr weicher Stoff, der gefällt mir sehr. Und das sind 2 blaue Hosen und eine schwarze Hose, denn schwarze Hosen sind immer gut zur Abwechslung. Die sind also weicher Denimstoff und die werde ich halt gut kombinieren können. Für diese beiden Pullover werde ich wohl die schwarze Hose nehmen, denn das passt halt viel besser zusammen, als wenn ich dieses Königsblau nehmen würde. Ich habe diesen neuen Rucksack, der ist einfach nur fire, ey. Ich bin richtig stolz, den gefunden zu haben und dass ich gerade auch das Geld hatte. Schaut ihn euch an, ey. Back to School University Edition. Den kann ich nur weiterempfehlen. Der hat 2 Fächer. Also hier hat er ein Fach und noch ein kleineres Fach hier oben. Hier. Man kann richtig tief reingreifen und man kann auch 2 größere Ordner hineinstopfen. Und das ist echt viel Platz, also richtig viel für alles Mögliche. Der Kongolese, ich bin. Neue Mütze geholt. So, was haben wir noch? Neue Schuhe. Schuhspray. So, und dann diese Kicks hier. Ganz neuen Stil. So eine Schuhe habe ich nie getragen, aber ich denke, es ist zeitlangsam für was Elegantes. Den Prinz aushängen lassen, der ich bin. So, wie gesagt. Weiße Schuhe habe ich noch nie getragen. Ich habe sie immer bei anderen Leuten gesehen. Und ich denke, ich bin soweit. Ich habe Lust, neue Stile auszuprobieren und mich auch fechtenmäßig halt weiterzuentwickeln. Genauso wie ich mich persönlich weiterentwickle und entwickelt habe. Also das ist der nächste Schritt. Neue Schuhe, die sind sehr bequem, man läuft sehr gut in die. Also ich mag die Sohle, die rollt alleine nach vorne, wenn man mit der Hacke aufsetzt und dann nach vorne geht. Und natürlich High-Tops, so bin ich halt immer gewesen, groß geworden, Sneakers. High-Tops habe ich immer gemacht, Low-Tops, Mid-Tops sind auch cool. Das ist, glaube ich, auch mit eher gesagt. Aber halt solche Schuhe, so ein Schuh, weiß. Hier nochmal Spray von Fila, das ist so ein Waterstop, also ein Imprägnierspray, das besonders lange anhalten soll. Also sogar monatelang, 4, 6 oder 8 Wochen soll das halten. Hängt davon ab, wie oft man draußen ist und wie viel man halt unterwegs unternimmt. Aber das ist so die Sache, die ich gekauft habe. Jetzt werde ich ein paar Kombinationen anziehen und euch zeigen, wie das im Ensemble aussieht, als Outfit.
So, das war mein Shopping Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ich bereite mich vor. Ich habe noch ein paar Wochen, bis es losgeht mit dem Wintersemester. Es wird gleich im Herbst anfangen und ich weiß nicht, wie dunkel es sein wird. Aber das wird mich auf jeden Fall motiviert halten. Ich freue mich auch irgendwie ein bisschen drauf. Vielleicht klappt es ja mit der Kleidung und dem neuen Mindset. Und das wird mir helfen, motiviert in das Wintersemester zu starten und auch die 3 Monate lang die Motivation aufrechtzuerhalten. Denn sonst wären es 3 lange Monate und ich muss wirklich akademische Hochleistung bringen. Höchstleistung. Ich will meine Limits testen und mich selber überbieten. Ja, aber das war's. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr hört bald wieder von mir. Okay, bye bye.